So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Mittagstisch auf dem NatureBaits Instagram-Kanal und auch bald wieder bei YouTube. Habt ihr schon unser neuestes Video abgecheckt auf unserem Kanal? Der Fati Brauns war am kleinen See angeln. Die Gummern gequält. Hat euch scheinbar ganz gut gefallen, dieser Exkurs in so wieder eine andere Richtung, weil wir sehen es an den Kommentaren, waren jetzt schon über 60 Kommentare, durchweg positive Kommentare und auch, wie habe ich mir es hier notiert, Moment, ich muss schauen, es waren viele positive Kommentare, die echt lesenswert waren, lang, ausführlich und verständlich. Also, lauter Hunter am Start, die der deutschen Sprache durchaus mächtig sind und in Schrift und Wort. Ne, in Wort ist es ja üblich, aber in Schrift manchmal nicht. Und hat mir sehr gut gefallen und hat mich motiviert. Ist ja klar, ne? Ist ja mal was anderes wieder. Aber was ist eigentlich anders? Nichts ist anders. Man geht einfach mal so angeln. Ne? Du kannst ja, das ist ja das Schöne beim Karpfenangeln. Du kannst ja machen, was du willst. Eigentlich musst du nur irgendwas machen, wo du Bock drauf hast. Und dann wird es auch gut, ne? Wie im richtigen Leben. Wenn man dann wieder so andersrum anfängt und so dieses Gebämbel mal filmt, dann kriegt man das an den Kommentaren dann so gelobt. Dann denkt man sich, ja, aber das war doch jetzt eigentlich nichts Besonderes, ne? Ach so, das Besondere war vielleicht, dass man nicht wieder so wie alle anderen, die jetzt alle YouTube-Kanäle machen und dann sitzen sie immer lauernd da und wissen nicht, was sie tun sollen. Und dann, ah, das hat der Brauns auch schon gemacht, das mache ich jetzt auch. Ne? So, das kennen wir ja jetzt schon, haben wir ja schon alles entlarvt. Das ist halt so, man muss einfach mal wieder was anderes machen. Und ich habe erst gedacht, also wie ich mir diesen Plan überlegt habe, das zu tun, dieses Video zu machen, habe ich auch so gedacht, komm Digga, weißt du, guck mal, du fährst an Lac du Dea, du fährst an Lac de Mardin mit dem Romeo, angelst da eine Woche, mega harter Aufwand mit dem Boot, der ganze Stress, das ganze Programm, das ganze Hin und Her da. Und am Ende des Tages interessiert es ja nicht mal einen. Weißt du, was ich meine? Weil das ist ja von Aufrufzahlen und auch so von der Resonanz, kriegst du auf ein Video, was so wirklich um 8 Uhr war Drehbeginn und um 1 warst du fertig. Ne? So, an einem Vormittag hast du mehr Resonanz rausgeholt, als wenn du da mit Meister Romeo an irgendeinen großen See fährst, weil du denkst, du musst den karpfenangelnden Samariter spielen und hier harte Action proben und am Lac du Dea angeln und... Ja, aber wenn du jetzt mal, weißt du, ist ja Logo, wenn du jetzt mal das Ganze so überlegst als denkender Mensch, dann siehst du mal, fahr mal jetzt an den Lac du Dea oder von mir aus an irgendeinen großen See, wie viele Angler sind denn da? Wie viele Angler angeln wirklich vom Boot? Klar kommt dir das viel vor, wenn du da bist und siehst noch 5 andere Boote oder 6, aber das ist ja nichts, das ist ja alles, das ist ja alles, da ist ja nichts los. Aber wenn du so an so normale Vereinstümpel gehst und das mal zusammenrechnest, wie viele Angler da eigentlich angeln, ist das ja ein Unterschied. Das eine ist vernichtend gar keiner und an den anderen Teichen hocken halt echt viele Leute. Und das macht, glaube ich, auch den Unterschied, wenn man sich das mal aus der Sache heraus anschaut. Für wen willst du denn eigentlich die Videos machen? Ne? Will ich die Videos machen für hier so die Big Fish Hunter so, ne? Die dann nachher so, die ja eh nichts bei mir kaufen. Die kaufen ja nichts bei mir. Warum kaufen sie nichts bei mir? Weil sie ja alle schon durchgesponsert sind von allem, ne? Von oben bis unten durchgesponsert. Und das Einzige, was sie machen, ist auf irgendeinen dicken Fisch lauern, den du dann in so einem Video hochhältst, um dann den auch zu fangen. So, aber das ist nicht Ziel der Sache. Ne? Ziel der Sache ist es, Leute zu erreichen, die was mitnehmen, die Interesse haben, die vielleicht auch mal eine Mack bei uns ausgeben. Und deswegen ist so ein Video, wo ich da unten denke, Digga, was ein Schrott eigentlich. Nein, nicht was ein Schrott. Weißt du, was ich meine? So, ich bin ja auch in diesem Modus. Ich muss hier wilde Stories in Frankreich verhausen und da an irgendwelchen Big Fish-Dingern in riesen Pools rumsitzen und mich von der Schnake fressen lassen und so. Das da unten bringt mehr Resonanz als dieser ganze andere Wirrwarr, ne? Klar, wer kann es ja auch? Wer kann irgendwo im Boot sitzen? Wer hat denn überhaupt ein Boot, von dem er aus angelt? Wer hat ein Boot, von dem er aus angelt? Ich habe ja nicht mal eins. Ne? Wenn ich schon keins habe, dann kann man das ja an 10 Händen abzählen, wer alles ein Boot hat, in dem er sitzt und von Boot aus angelt. So ist die Denkweise. Schreibt jetzt einer wieder mit, bestimmt ganz schnell. Das
Schulz, muss ich jetzt auch an unseren kleinen See gehen und muss mir zwei GoPros aufsetzen. In your face, Junge! So läuft's, ey. Okay, genau, die Mischung macht's, ja. Ja, aber du siehst halt einfach anhand des Ganzen, ne? Je komplizierter der ganze Wischwasch wird, den man so macht vom Angelnaufwand her, je weiter das weggeht, desto aufwendiger das Ganze ist, umso mehr Material du brauchst, umso aufwendiger wird es ja auch für die anderen Leute, das dann auch machen zu wollen. Weil du schaust dir ja Videos natürlich auch zur Unterhaltung an. Ich weiß, man lacht auch gern mal und schaut sich Videos an, wenn man Langeweile hat. Aber in Wirklichkeit willst du ja auch was mitnehmen, willst ja auch irgendwie für dein Angeln entwickeln, ne? Irgendwie was draus machen, also... Ich schaue mir ja nichts an, was ich nie machen würde. Ich gucke es mir schon mal an, um über den Tellerrand zu schauen. Aber das Interesse ist halt eher da, bei den Dingen, die ich auch wirklich auch selbst umsetzen kann am Ende. Ne? Naja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wollte ich nur mal so als Eindruck mitgeben. Ich denke einfach laut und möchte es mit euch mal teilen, dass ihr auch mal seht, wie so ein Prozess stattfindet in der Firma, Sachen zu tun oder umzusetzen. Müssen sich ja auch irgendwie in irgendeinem Sinn widerspiegeln, weil das ist jetzt der Abschluss, dann geht es in die Thematik rein. Ich wollte nur noch mal eins ganz kurz mit auf den Weg geben, das habe ich jetzt auch echt festgestellt. Ich mache die Videos nicht, weil ich meinen Ego-Herz, meinen Kragen in die Mitte rücken will und ein großer Meister sein will, ne? So als großer Superangler, sondern das war noch nie meine Intention, ein Video zu machen, um mich irgendwie als Superangler oder als Coolio hinzustellen und das brauche ich nicht, ne? Das mache ich nicht, weil das ist auch nicht Sinn der Sache, weil wenn du das nur deswegen machst, dann machst du das eh nicht allzu lange, sondern ich habe immer von Anfang an gesagt, ich mache das einfach nur, weil es mir Spaß macht, gewisse Sachen mit euch zu teilen, Unglücke zu teilen und irgendwas da zu zeigen vielleicht auch, dass man mal was mitnehmen kann, aber ich mache es nicht, um hier ein Angelhero zu sein, weil ehrlich, das war noch nie mein Interesse. Angelhero ist für mich, naja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Unnötig. So, liebe Friends, jetzt geht's weiter. Also, ich wollte nochmal eine Frage raussuchen. Genau, und zwar, ich wollte nochmal ganz kurz den Mittagstisch aufgreifen, den ich mit dem Peter Schwedes zusammen gemacht habe. Gibt's übrigens gerade bei Kapi Online Instagram die Ankündigung zu einfach geil Müll sammeln. Habe ich heute Morgen auch schon geschickt gekriegt. Coole Nummer, könnt ihr mal reinschauen, Kapi, da wird jetzt so einiges in der nächsten Zeit kommen, wir werden es hier mittagstisch auch natürlich nochmal definitiv und dick und fett aufgreifen. Ich werde mir dieses Insta-Video mal von den Kapi-Boys schicken lassen, vielleicht können wir das ja am Ende unter den Mittagstisch oder sogar hier reinlegen, weil ich fand es ziemlich cool. Einfach geil Müll sammeln. Einfach geil Müll sammeln. So haben die sich die Kapitäne denn jetzt schon wieder ausgedacht. Ja, nee, wir haben nicht so oft angestoßen, sondern wir wollen was machen, was uns alle verbindet. Das geilste Hobby der Welt, das Angeln. Ziemlich viel Message drin auch und auch zum Nachdenken, ne? Warum haben andere Umweltverbände immer so viel Resonanz? Klar, sie heben die Kippe auf und machen einen Zeitungsartikel drüber, ne? Können wir auch, fand ich echt cool. Also wenn die Kapi Boys das rausrücken, dann können sie mir das mal schicken, legen wir es in den Mittagstisch. Ich glaube, umso mehr man das irgendwo mal raushaut und auch mal darauf hinweist, umso sinnhafter oder umso mehr Erfolg hat das Ganze am Ende, ne? Genau, und da wollte ich mal ganz kurz auf den Peter Schwedes Mittagstisch zurückgreifen, weil das ist ja auch wieder so ein bisschen szenig, ne? Da hat einer kommentiert, und zwar Cheffi. Grüße gehen raus an den Cheffi vor 3 Tagen. Top-Folge, finde es unglaublich, dass wohl einige denken, Peter würde jetzt wieder wechseln. Einige verwechseln Angeln mit Fußball. Warum können 2 Kollegen nicht angeln gehen ohne irgendwelches Marketing-Gedöns? Ah, genau, da hat sich drauf bezogen, dass der Peter hatte da wirklich Angst, ne? Also wie wir angeln waren, hat der Peter so ein bisschen so, ja, ich muss das schon irgendwie ein bisschen ins Licht rücken, so nicht, dass die Leute jetzt denken, oder der Helmut, ne? Peter ist ja beim Helmut vom Bait Service Straubing Futter gesponsert, nach wie vor ändert das auch nichts, wenn wir mal zusammen angeln gehen. Grüße gehen raus auch an den Helmut, echt ein super Typ, wir kommen gut zusammen, also wir haben nichts miteinander zu tun, aber es ist einer von den Leuten, wo man sagt, ja, der macht es auch richtig und er macht das gut, ne? Ohne dass er dauernd irgendwas abschreibt irgendwo.
Na, der ist, das ist berechtigt, dass er Erfolg hat. Genau, und da hat der Peter so ein bisschen Angst gehabt, dass der Helmut das nicht so ganz aufgreift oder denkt, dass da was... Nein, alles safe. Selbst der Peter macht sich Gedanken. Er musste sich dann so ein bisschen rechtfertigen, dass er bei uns aufgetreten ist. Er hatte das Gefühl, das zu machen. Aber ich sehe das eben nicht so, sondern ich denke, dass wir da fair miteinander umgegangen sind. Jeder hat seine eigenen Knödel geangelt. Wir haben beide was gefangen. Das Video dazu kommt. Und der Peter ist nach wie vor safe beim Helmut und auch sehr zufrieden dort. Ne? So, muss man auch mal sagen. Muss man auch mal sagen. Ne? Was echt ist, sagen wir auch. Wir sagen das, was nicht echt ist, und wir sagen das, was echt ist. Balls in der Hose. Das war der Mittagstisch mit Peter. Da hatte ich noch einen Kommentar bekommen. Da wollte ich, das ist jetzt, will ich jetzt nicht auf den, der es geschrieben hat, direkt beziehen. Das wäre jetzt unfair, aber wir kriegen öfters mal diese Thematik. Ich habe ja in manchen Mittagstischen mal einen Gast dabei. Man muss, darf aber nicht vergessen, Mittagstisch ist mein Format. Hier, ne? Beim Brauns. Brauns ist Mittagstisch. Brauns ist also auch der Boss im Mittagstisch. Egal wer da sitzt, auch wenn da der Bundeskanzler sitzt, der Brauns ist Mittagstischboss. So, da kommen halt immer, wenn wir Gäste drin haben, die nicht regelkonform im Mittagstisch auftreten, dann kommen immer wieder, das war auch schon früher so, jetzt kam es wieder, Nachfragen. Und ich möchte es einfach nochmal darlegen, dass es mal verstanden wird, um was es da geht. Es kam die Frage vom Dirk, Grüße gehen raus an den lieben Dirk. Trotz eines starken Mitteilungsbedürfnisses sollte Herr Brauns bitte die Leute aussprechen lassen und nicht jedem ständig ins Wort fallen. Nicht böse gemeint. Alles cool, wird auch nicht böse aufgefasst, ne? Hab ich aber eben auch dann bei uns bei YouTube zurückkommentiert. Nein, ne? Nein, wir haben nur 30 Minuten Zeit. Da muss man stramm durchs Programm, reimt sich sogar. Verstehen einige aber nicht. Brauns Tisch, Brauns seine Regeln, für mehr Bedürfnisse KP Podcast anhören, ne? So, ich kann das verstehen in einer gewissen Art und Weise. Vielleicht ist es ja so, dass dann der Peter als großes Idol da beim Brauns im Mittagstisch sitzt und der andere eher Peter mag als Brauns, was ich durchaus verstehen kann oder also für mich logisch, in manchen Fällen logisch erscheint, dann will man natürlich auch jetzt den Peter die ganze Zeit hören. Ne? Der Peter ist aber seinen KP-Podcast so gewöhnt, den der macht, und der KP-Podcast, ich war ja schon selber zweimal Gast, der läuft auch mal 4 Stunden. Da wird 4 Stunden geredet, einfach so kreuz und quer, wird das geht einfach ins Maßlose oder ins ungeplant Lange. Ne? Ein Mittagstisch ist genau eine halbe Stunde. Und wenn wir hier einen Sack voll Themen haben, der so aussieht wie heute, nicht, sondern 2 Zettel, dann ist meine Aufgabe als Mittagstischmeister, stramm durchs Programm zu gehen. Und da muss ich auch mal einem reinkrätschen oder einem sagen oder so die Frage anders stellen oder was kurz abschneiden, weil ich kenne das. Glaubt mir eins, wir haben jetzt den 112. Mittagstisch. Ich weiß genau, es macht Spaß auszuufern und vom Thema abzukommen und weiter zu erzählen und irgendwas zu machen. Aber am Ende ist die halbe Stunde rum und wir haben ein halbes Thema behandelt. Das ist leider so, ne? Das ist nicht unfreundlich von mir gemeint. Das ist einfach, weil ich so ein bisschen Erfahrung darin habe, wann ist der richtige Zeitpunkt oder wann muss ich einhaken, um im Thema weiterzukommen und um am Ende auch einen Abschluss zu finden, ne? Das ist halt so. Wir können gerne noch mal 2, 3 weitere Mittagstische mit irgendwelchen, mit Peter oder mit anderen Leuten auch machen. Gar kein Problem. Trotzdem bleibt er bei einer halben Stunde. Wenn wir 5 Minuten später anfangen, machen wir 5 Minuten länger. Aber die halbe Stunde ist gesetzt. Auch wenn wir gerne und schnell weiterreden können. Dafür gibt's den KP-Podcast. Da ist immer 3 Stunden gesabbelt zu hören. Genau, wie gesagt, das ist nicht böse gemeint, weil das oft mir angekreidet wird. Ich würde das ich wäre unfreundlich oder wäre, das wäre ja nicht gastfreundlich oder wie. Das ist wirklich, ich merke einfach, wann ist der Punkt, wo ich rein muss, ne? Um einen Abschluss zu finden. Ist so, ne? Kennt ihr vom Lanz oder von irgendwelchen anderen Nachrichtensendungen auch? Da wird dann auch reingekrätscht, und wenn der nicht still wird, dann wird sogar das Mikrofon abgedreht, ne? Kommt der Chairman, so heißt es dann, ja. Drillt der Live-Run-Minister wirklich hässlich? Hässlich drillen? Ah, ich weiß gar nicht, wie das jetzt gemeint ist, aber er drillt schon komisch. Der Live-Run-Minister drillt komisch, also irgendwie hält er immer so die Rolle zu. Ich habe immer versucht, wenn der Live-Run-Minister gedrillt hat, habe ich immer versucht, mit der Kamera so mal die Spule zu filmen,
wenn der Fisch gerade Schnur abgezogen hat, ne? Weil das ist ja immer ein schöner Close-up, so, so eine drehende Rolle mit Zzzz. Da hat immer so die Hand da so drauf, dass es nicht ging. Da habe ich gesagt, Peter, tu doch mal die Hand da weg und halt die Angel mal anständig. Also irgendwie bin ich nicht der Einzige. Der Live-Run-Minister. Genau. Hatte ich denn jetzt eigentlich noch irgendwelche Fragen? Ich habe heute gar nicht so viel. Wir haben erst 47 Leute. Weil ich bin so ein bisschen im Modus. Ich habe heute noch den Rest meines Schlauchboots geflickt. Ich war ja, wir erzählen heute mal ein bisschen was. Ich war ja über Weihnachten, also vor Weihnachten, nicht ganz Weihnachten, vor Weihnachten im Dezember, war ich ja 2 Wochen mit dem Andreas Heinz am Salagu letztes Jahr. 2 Wochen nichts gefangen. Doch, der Andi hat einen Karpfen gefangen. Ich habe 2 Wochen nichts gefangen. Passiert auch mal. Aber ich habe damals zu diesem Trip ein nagelneues 290er Invader bei mir, das letzte, was ich noch hatte, habe ich mir aufgehoben, habe es ausgepackt und habe es nagelneu mit an den Salago genommen und habe 4 fiese Löcher drin gehabt jetzt. So, ich habe hier gestern und vorgestern auf dem Hof Schlauchboot aufgepumpt. Digga, überall irgendwas. Ich hatte keinen Anker dabei. Markus Lamprecht hat mich getadelt, hat gesagt, ohne 2 Anker am Salago brauchst du da nicht hinfahren. Sakrament. Da habe ich gesagt, jo, ich habe es halt immer an Land gezerrt, das Ding. Und jetzt habe ich die Strafe gestern gehabt und musste 4 Löcher flicken. Am Ende war es dann gut, jetzt ist es dicht. Ich muss noch ein bisschen Tackle mal hin und her räumen. Heute noch Boilies müssen noch eingepackt werden hier für unseren Trip. Ich muss hier noch die Akkus laden gleich. Und ja, also ist immer so ein bisschen hin und her. Da ist man dann etwas unvorbereitet für den Mittagstisch. Aber es waren noch nicht so viele Fragen da. Der strukturierte Boss, Markus Schreiber, ja. Der strukturierte Boss, genau. Ja. Oftmals schon im Leben. Deswegen, weißt du, pass auf, ich erzähle euch noch was. Wir haben heute Zeit. Mein alter Chemieprofessor, ich habe ja mal Bio studiert und da hatte ich ein Chemie-Vordiplom gemacht und die Vordiplom-Geschichte hat ja einen Chemieprofessor begleitet. Und der hat zu uns immer gesagt, liebe junge Leute, das Wichtigste im Leben ist die gute Planung. So, ne, wenn du eine gute Planung hast, dann spart dir das die Hälfte an der Zeit. Ne? Also du hast doppelt so viel Zeit für irgendwas, wenn du es gut geplant hast. Ich wollte das nie verstehen, ne? Aber jetzt im Berufsleben habe ich das verstanden. Und ich bin wirklich, also was ich in dieser Sache sagen kann, ohne Eigenlob, ich bin strukturiert. Ich kann in einer Zeit, in der andere eine Woche dafür brauchen würden, das schaffe ich in 2 Tagen. Will jetzt kein Maß sein, aber in meiner Firma kriege ich das hin, dass ich in 2 oder 3 Tagen alles organisiert bekomme, alles abgewickelt bekomme, alles durchorganisiert habe in einer relativ schnellen Zeit. Und das ist das, warum mir oft Leute sagen, wie, du gehst schon wieder angeln eine Woche. Da sage ich, ja, ach so, ja, ich gehe eine Woche angeln. Du denkst, ich gehe jetzt einfach nur angeln. Nein, ich bin da Videodreh, ich gehe angeln, Videodreh und nebenbei noch Firma. Und ich habe noch zu Hause ein Haus mit Garten und Kind und Frau. Ich habe alles am Start und muss das alles strukturieren. Und das geht nur, wenn du wirklich Prioritäten setzt. Wenn du es nicht einfach nur laufen lässt, sondern wenn du dir Zeit nimmst für gewisse Dinge. So viel Zeit hierfür, so viel Zeit dafür, so viel Zeit dort für. Ne? Man würde es auch einen Projektplan, also einen Zeitenplan, wer schon mal Projekte geplant hat, weiß, da gibt es immer Zeiten, die du setzt und diese Zeiten dürfen nicht überzogen werden. Ne? Auch mit Abschlüssen. Du musst einen Abschluss finden und der muss dann da sein. Und du hast nur diese Chance. Jetzt ist es halb, jetzt ist Schluss. So. Und in der Zeit musst du das gemacht haben, was du dir vorgenommen hast. Nimmst du dir da mehr Zeit, kommst du hintenrum irgendwo wieder nicht an. Ne? Ja, und das ist so ein bisschen das. Das ist eh zu. Genau. So, das nur nochmal so am Rande, um sie auch manchen Leuten mal mitzugeben. Die Angelplanung, das ist auch der Grund, warum. Interessantes Thema, um es aufs Angeln zu übertragen. Eine Feststellung, die nicht ich alleine getroffen habe, sondern die man so schon eigentlich weiß, ist die, dass die Leute, interessanterweise die Leute mit der wenigsten Zeit, die wenigste freie Zeit zum Angeln zur Verfügung haben, mit oft die erfolgreichsten sind. Nicht die, die monatelang Zeit haben und am See sitzen. Die fangen natürlich auch irgendwas, ne? Aber oftmals sind es die, die wirklich nur eine Nacht pro Woche Zeit haben oder ein Zeitfenster von wenigen Stunden. Das müssen sie nutzen und die bereiten sich darauf so strukturiert vor, dass es immer funktioniert, ne? Monatelang hier irgendwo am See rumhängen, durchs Land reisen, überall ein bisschen angeln.
wenn du die Zeit, die da ins Land geflossen ist, gegenüber die Leute stellst, die wirklich wenig Zeit haben und viel rausholen, ist das wirklich so. Ne? Das ist immer im Leben. Also wenn du zu viel Zeit hast, kommt meistens wenig bei raus. Respekt, du alle zu teilen. Ohne Kamera wäre sicher viel entspannter. Ich beneide keinen, der das filmen muss. Ach so, Anja, nee, pass auf, weißt du, das ist genau der Punkt, ne? Also, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe neulich auch wieder ein Gespräch da mit jemandem geführt, der auch da so ein bisschen in die Filmcrews der anderen Firmen, also von Tackle-Firmen, reinschaut und da Leute kennt. Der hat auch gesagt, das ist teilweise diese Leute, die das machen, die haben da einen anderen Druck hinter sich. Die fühlen sich, also bei mir ist es so, weißt du, mich stört es nicht. Mich stört es nicht, wenn die Kamera läuft. Von mir aus kann die den ganzen Tag dabei sein. Also ist halt immer, bei mir das Problem, dass ich das oft sehr viel filme und das deswegen halt nicht geht. Aber prinzipiell stört mich es überhaupt nicht, wenn bei allem, was ich hier so mache in der Firma oder auch beim Angeln, die ganze Zeit einer filmt. Weil ich habe kein Drehbuch. Ne? Ich muss mich an nichts halten, ich muss nicht die ganze Zeit denken, Moment, Achtung, Kamera läuft, sondern sie kann gerne laufen, weil ich nichts zu verstecken oder zu verbergen habe oder ich muss mich nicht anders verhalten, wenn die Kamera läuft. Weißt du, was ich meine? Ich kenne das von anderen, die stehen, also das, ihr glaubt mir das manchmal ja nicht. Ich habe das ja auch schon live mitbekommen, da wird ja dann wirklich, ich sag dann, krieg die Frage, wann ist die Kamera an? Da sag ich, die läuft schon die ganze Zeit. Oh Gott, sag ich, ja, ist doch egal, Digga, ist doch kein Problem. Ja, das habe ich jetzt aber nicht gewusst, sag ich, ja, aber wo willst du denn, für was musst du es denn wissen, ob die Kamera jetzt läuft? Weißt du, was ich meine? Ist doch unnötig, du musst doch gar nicht wissen, jetzt läuft die Kamera, musst du noch erst Augencreme, Make-up, hier deinen Drehplan nochmal durchlesen, kein Wort falsch in den Mund nehmen, bloß nichts Falsches sagen. Das ist der Unterschied. Das ist das, was ich damit sagen will. Ne? Also du brauchst da, also mir macht es nichts aus, Videos aufzunehmen, während die Kamera läuft und mich da irgendwie, das ist keine Belastung. Es ist eher eine Belastung, nachher das dann jemandem zum Schneiden zu geben und das dann zu kontrollieren, ob das dann halt auch passt. So, das ist mehr Aufwand. Aber das eigentliche Film finde ich null in irgendeiner Art und Weise belastend. Solange es einem Spaß macht. Was ist mein Lieblingsboilie? Also ich hab so direkt keinen Lieblingsboilie, weil ich immer wieder in verschiedenen Situationen Boilies aufgreife. Aus meinem Programm. Ja, jetzt kamen schon Fragen. Ja, du kaufst doch bestimmt auch mal woanders Boilies. Nee, warum? Also im Moment ist mein Lieblingsboilie, wie man es ja vielleicht auch schon so mitbekommen hat, mal zwischenzeitlich dieser Pineapple. Also ich angle wieder sehr gerne aktuell mit dem Pineapple Protein nach wie vor. Das wird aber jetzt so langsam zum Ende kommen, weil der September bricht an und erfahrungsgemäß funktionieren diese Kohlenhydrat-Baits, diese auffälligen, die funktionieren in kleiner Einzahl, vernünftig clever eingesetzt, immer sehr gut in der Sommerzeit. Also so nach der Laich bis in den frühen Herbst. Da habe ich im Main, im großen, hier auch in den Flachlandseen in Frankreich, in allen Gewässern immer sehr gut mit solchen Ködern gefangen, nicht in großer Menge eingesetzt, mit dem Rohr gefüttert. Ihr müsst dran denken, die Fische sind jetzt noch leer. Ne? Aktuell sind sie noch leer, sie sind sommerlich leer. Das ändert sich aber jetzt relativ schnell. Der September beginnt und die Fische fangen an, richtig zu fressen. Und wenn dann diese Proteine gefragt werden, wenn der Fisch sein erstes Herbstfressen beginnt, was er nicht im Oktober tut, sondern definitiv im September, also jetzt in der nächsten Zeit, dann ist so dieser Umschwung immer ganz gut vom Kohlenhydrat-Bait wieder zurück zum Fischmehlknödel. Und dann bin ich immer wieder Dickenmittel-Angler oder P-Mix-Angler, ne? So diese Geschichte. Ein Kohlenhydrat-Knödel funktioniert in der Kombination natürlich immer noch irgendwie ganz gut. Aber auch jetzt mit dem Sascha Pingel nehmen wir Pineapple-Protein noch mit, weil es ist noch sehr warm. Der Temperatursturz steht zwar jetzt bevor. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch an dem See, wo wir hinfahren, diese vernünftige Angelei, Zugruten ausfindig machen, Pineapple-Protein-Bollies angeln, kombiniert mit ein paar Ruten, die wir auch dicken Mittel füttern werden, auf jeden Fall zum Erfolg führen. Ne? Viel Futter werden wir nicht einsetzen müssen, weil der Fisch ist jetzt im Moment unterwegs, der Fisch frisst. Und klar, die alte Rede, ein Sack, der voll ist, der ist schon voll. Ne? Jetzt sind sie noch leer, also ist er auch auf dem Weg und unterwegs und sucht Futter und ist schnell erreichbar mit auffälligen Ködern. Das ist so meine Meinung. Ne? Mag jetzt bestimmt wieder einer anzweifeln, aber das war so mein Erfolgsrezept immer.
Wann geht's zum Fischen mit dem Romeo? Ja, mit dem Romeo geht's auch nochmal los. Wir wollen auch so ein kleines Projekt machen, aber nichts Kompliziertes mehr. Wir gehen mit dem Trolley und dem Wurfrohr werfend an irgendeinen See. Also nichts mehr mit Boot und kompliziertem Kram. Das ist irgendwie zu viel Aufwand, ne? Sascha Emser, Grüße gehen raus. Was du dieses Jahr alles gefangen hast, da kann man sich mal Scheibe abschneiden. Ja, ist ein sehr guter Bolli, ja, was soll ich sagen? Die Leute glauben es einem ja nie, ne? Aber wenn du das auch dann sagst, dann, ich trau mich das, weißt du, es ist so, ich hau mich hier nicht hin und sag, das ist der beste Bait, ich bin der allerfetteste Typ, ey, ich bin der geilste von allen, nee, das ist so nicht mein Stil, weißt du? Und deswegen fällt mir das dann auch immer schwer, so meinen Lieblingsbolli hier so immer so zu nennen und da so drauf rumzureiten, ne? Ist vielleicht ein Fehler, aber vielleicht ist es ja ein sympathischer Fehler, ne? Vielleicht ist es ja mal ein sympathischer Fehler, dass man nicht sein Ego immer nur in den Vordergrund schiebt und sagt, könnte ich, mache ich aber nicht. Hast du andere Fischziele außer Karpfen? Bin ich ehrlich zu euch? Nein. Ich bin schon immer Karpfenangler. Ich war vorher, habe ich auch gefiedert. Ich habe auch schon Winkelpicker geangelt und habe auch schon, aber Raubfisch geangelt habe ich nie. Also Raubfisch war für mich alles, was da Raubfischangeln war. Auf Zander habe ich mal geangelt. Hier am Main, so abends, immer ganz gerne mal so im Oktober, so wenn die Abende, wenn es um 17.30 Uhr anfängt zu dämmern, da bin ich schon ganz gerne mal auf Zander gegangen mit Fischfetzen so. Aber ansonsten bin ich Karpfenangler und bin ich ehrlich, ist so mein Ding und der Rest vielleicht irgendwann mal, aber Raubfischangeln, das hat mir nie irgendwas abgeworfen, dem konnte ich nichts abgewinnen. Nee, also ganz ehrlich nicht. Irgendwie, keine Ahnung, muss jeder ja auch gerne für sich selbst entscheiden, was er gerne angelt. Ich angel gerne auf Karpfen, gerne auch mal anders auf Karpfen, aber Karpfen ist so mein Ding. So, meine lieben Freunde, wir haben den Mittagstisch mit Geschwafel rumgebracht und wenig Fragen. Bis nächste Woche. Ciao.